Deswegen geht dieser Vortrag hauptsächlich um die von innen kommende Disziplin, die sogenannte Selbstdisziplin. Denn ich glaube, dass die von außen aufoktroyierte, die kennen wir in Europa kulturell gut genug, angefangen von preußischer Disziplin über die Schweizer anerzogene Pünktlichkeit und so weiter. Also wir alle haben in unserem Kulturgut sehr viele Disziplinierungsmaßnahmen. Der Kern des taoistischen und buddhistischen Glaubens an Disziplin entspringt folgendem philosophischen Kanji. Es besteht aus drei Teilen. Der erste Teil, der oberste Teil, den Sie sehen, der bedeutet Ji, das Selbst. Der zweite Teil bedeutet Sei, regieren. Und der dritte Teil heißt Herzblut. Und die Handlungsaufforderung ist, regiere dich selbst mit deinem Verstand und deinem Herzen, deinem vollen Herzblut, weil nur alleine mit dem Verstand funktioniert es nicht. Und das ist eine Erfahrung, die ich nur zu gerne abnicke. Wir alle wüssten in unserem Köpfchen, was wir tun sollten, um unserem inneren Schweinehund gewappnet gegenüberzutreten. Aber wenn das Herzblut fehlt, dann ist dieser Kampf meist aussichtslos. Ich habe gelernt, dass Treibstoff für diszipliniertes Verhalten Willenskraft ist. Und dieser Satz, der klingt erstmal ganz logisch, wenn Sie sich damit beschäftigen, was brauche ich, um selbstdiszipliniert zu sein? Naja, ich brauche Willenskraft. Das klingt erstmal ganz logisch. Aber ich habe lange nach einer Metapher gesucht, um das zu verbildlichen. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie den Begriff des Qi kennen. Wissen Sie, was die Asiaten meinen, wenn sie von Qi sprechen? Das ist ein bisschen so, als hätten sie ein Gefäß in sich, voll mit Lebenskraft, Qi. Ein Teil dieser Lebenskraft nennt man Dai Qi. Und Dai Qi ist verantwortlich für Willenskraft. So, dank René Bourbonus habe ich hier eine fantastische Metapher für Sie, denn wann immer Sie in Ihrem Leben die Arschbacken zusammenkneifen müssen, passiert Folgendes: Sie verlieren substanziell von dieser Lebensenergie. Und weil Sie logisch denkende Menschen sind, stellen Sie sich jetzt unwillkürlich zwei Fragen. Die erste ist, darf der das? Die zweite ist, wer macht das wieder weg? Und weil ich Sie jetzt schon beim logischen Denken habe, denken Sie bitte weiter. Ist es nicht interessant zu wissen, wie kriege ich meine Willenskraftflasche wieder voll? Oder noch weiter, gibt es in mir so eine Art Pegelstandsmessung, damit ich immer weiß, wie viel Kraft ich noch habe, während ich durchs Tal der Tränen muss? Sie wissen, was ich meine. Jeder von uns kennt das Gefühl, wenn die Haut dünn wird, wenn man fast ein bisschen weinerlich wird vor Überlastung. Und wäre es nicht toll, dann zu wissen, ah, okay, so und so viel Kraft habe ich noch. Oder wäre es nicht interessant zu wissen, was für Mechanismen gibt es, um Kraftverlust zu stoppen? Oder eben, was für welche Mechanismen gibt es, um die Flasche wieder aufzufüllen? Und heute haben wir wenig Zeit, deswegen würde ich Ihnen aus dem Kulturkreis der Shaolin zwei Übungen angedeihen lassen, mit denen Sie Willenskrafttraining betreiben können. Willenskrafttraining heißt in diesem Fall, Sie kriegen die Flasche wieder voll. Die Hauptaussage muss dieser, nur für das Verständnis, das ist natürlich in echt nicht wahr im Körper, aber für das Verständnis. Stellen Sie sich vor, Willenskraft funktioniert wie ein Muskel. Wenn Sie ihn trainieren, wird er stärker. Wenn Sie aufhören, ihn zu trainieren, dann bleibt er nicht so, wie er ist. Er wird schwächer. Und das ist was für uns in unserer Sozialisierung schwer verständlich ist. Wir Männer, wir trainieren im Frühjahr immer auf unsere Bikini-Figur hin. Und dann haben wir die im April und dann denken wir, gar nicht so schlecht. Und im Sommer, bumm, weil wir aufgehört haben zu trainieren. Das heißt, es muss eine gewisse Regelmäßigkeit im Training sein, damit der Willenskraftmuskel immer stark genug ist oder die Flasche immer voll genug ist, um die Situationen im Alltag meistern zu können.